Die Infektion. Ein Nieser, ein Huster reicht. Mit 150 Kilometer pro Stunde schießen die mikroskopisch kleinen Corona-Erreger in die Umgebung. In feinen Tröpfchen verbreiten sie sich rasend schnell, bleiben überall haften. Sie können über die Hände in den Mund gelangen oder eingeatmet werden. So kommen die Coronaviren in Nase und Rachen und befallen die Schleimhaut. Die Infektion beginnt. Ja, die Inkubationszeit ist ja 4 bis 14 Tage. Das heißt, frühestens nach 3, 4 Tagen bemerke ich irgendetwas als Patient. Bei den meisten Menschen verursacht das neue Coronavirus nur leichte Erkältungssymptome. Trockenen Husten, langsam ansteigendes Fieber. Es ist häufig so, dass Patienten Fieber haben. Oberhalb von 38 Grad würde man das als Fieber bezeichnen. Und darauf beruhen auch die Maßregeln, die man bisher ergriffen hat. Dass man sagt, jemand, der symptomatisch ist, der sich fiebrig, grippig fühlt, der Husten hat, der in der Regel beginnt trocken, der tatsächlich Fieber hat, der ein allgemeines Krankheitsgefühl hat, der muss zum jetzigen Zeitpunkt bei den steigenden Zahlen dran denken, dass es eine solche Infektion sein könnte. Bei rund 80% der Infizierten bleibt es bei den mehr oder weniger leichten Symptomen. Die verschwinden nach bisherigen Erkenntnissen nach einigen Tagen. Doch die Coronaviren können expandieren, vom Rachen weiter in die Lunge wandern. Dort breiten sie sich aus, vermehren sich in den Lungenzellen. Die gesamte Lunge kann sich entzünden, die gefürchtete Lungenentzündung. Das entwickelt sich meist erst sehr spät im Laufe der Erkrankung, meist erst am 9., 10. Tag nach Infektion. Und die Lungenentzündung führt zu Luftnot und sie führt zu einem Abfall der Sauerstoffsättigung. Das ist eigentlich die Komplikation, die bei fast allen Patienten auftritt, die ins Krankenhaus müssen auf die Intensivstation. Über die Lunge wird der Körper mit Sauerstoff versorgt. Der Sauerstoff gelangt von den Lungenbläschen über eine dünne Membran in die Blutbahn. Von dort aus wird er im gesamten Körper verteilt. Zur Komplikation kommt es, wenn die eingewanderten Coronaviren sich in den Zwischenraum zwischen den Lungenbläschen und den Blutgefäßen festsetzen und zu einer Entzündung führen. Der Abstand zwischen den Lungenbläschen und den Blutgefäßen wird größer und die Sauerstoffaufnahme wird erschwert. Der Patient merkt das als Luftnot. Der merkt, dass sozusagen die Atmung schwerer wird und er merkt, dass er sozusagen die Leistungen, normale Leistungen nicht mehr erfüllen kann. Oft reicht dann die eigene Atmung nicht mehr aus. Gerade bei älteren Menschen ist die Atemmuskulatur schnell erschöpft. Dann muss die geschwächte Lunge maschinell unterstützt werden und die Menschen werden künstlich beatmet. Dabei wird mit Druck Sauerstoff in die Lungenbläschen gepumpt. So kann mehr Sauerstoff durch die entzündete Membran wandern, um den Körper ausreichend zu versorgen. Wir wissen aus China, dass die meisten Patienten doch mindestens 10 Tage auf der Intensivstation bleiben und lange beatmet bleiben. Ja, das heißt, wir können frühestens im Regelfall bei so einer schweren Lungenentzündung nach 5, 6 Tagen sagen, jetzt ist er auf dem Weg der Besserung und dann bleibt er nochmal 5 Tage auf der Intensivstation. Also es ist ein langer Verlauf. Hat die Entzündung die Lunge aber so sehr geschädigt, dass sich in der Lunge Wasser ansammelt und trotz künstlicher Beatmung kein Sauerstoff mehr aufgenommen werden kann, muss eine externe Maschine die Funktion der Lunge übernehmen, die sogenannte ECMO. Das heißt, das Blut wird außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert und in den Körper zurückgeführt. Die Lunge bekommt so die Möglichkeit, sich wieder zu erholen. Das macht man im Schnitt 5 bis 10 Tage und dann erholt sich der Patient und dann kann diese ECMO im Idealfall wieder ausgebaut werden. In einigen sehr wenigen Fällen aber kann die Situation eskalieren. Gelingt es dem Körper nämlich nicht, die Viren in Schach zu halten, kann das Immunsystem außer Kontrolle geraten. Es wendet sich gegen den eigenen Körper und produziert Abwehrstoffe in so großer Menge, dass der Organismus darunter leidet. Diese Überreaktion schädigt die Wände der Blutgefäße. Immer mehr Flüssigkeit gelangt in das Gewebe, fehlt im Kreislauf. Der Körper wird nicht mehr ausreichend durchblutet. Dann brauchen wir eine entsprechende Kreislaufunterstützung, da gibt es kreislaufunterstützende Medikamente, dann brauchen wir eine sehr ausgewogene Flüssigkeitstherapie und dann gibt es manchmal noch eine leicht dosierte Cortisontherapie, die diese Patienten im schwersten septischen Schock wirklich dann unterstützt. Aber die Sterblichkeit steigt natürlich weiter an. Zum Glück sind diese schweren Verläufe sehr selten.